Wo ist die? Ich verrecke. Ah, verfickt noch. Ihr habt nichts gehört. Aber ich wollte eh zurück. Oh, ey, wirklich keine Folge ohne Tod. Heyo Leute, herzlich willkommen zurück bei Minecraft Blightfall. So, die letzte Folge ist ja ein bisschen her. Ich habe ja eine kleine Pause gebraucht, so von ein bisschen YouTube und so. Aber warum habt ihr ja in einem anderen Video erfahren, wenn ihr das noch nicht geguckt habt, dann schaut einfach mal. Das letzte Mal habe ich mich in die falsche Richtung gebaut. Deswegen, ich drücke jetzt mal M. So. Moment. So, ich habe mich ja hier in die Richtung gebaut. Und das war ja falsch, deswegen bin ich jetzt hier nochmal die Schlucht entlang gelaufen, habe mich hier hingebaut, denn hier müssen wir ja hin. Da war das Erz, das wir so jetzt brauchen. Und was ist denn da unten? Tot! Aua! Wieso hat mich das jetzt geschlagen, obwohl es tot war? Krass. Alter! Wieso kriege ich so viel Schaden hier? Aber hier ist doch schon mal was, dass ich... Was ist das? Harvest Level Alien. Andesite Yellow Right Ore kenne ich nicht. Aber, ja, ich glaube, das hier ist das, was wir brauchen, oder? Hourglass Ore, genau das brauchen wir. Super. Das, genau das. Ey, nice. Und direkt mal 4 Stück. Da können wir uns... Oder? Das heißt hier 4. Hä? Nee, nee, 8 Stück meine ich. Oh, nice. Da können wir uns direkt die Spitzhacke bauen. Und hier ist wieder was. Boah, nice. Es ist richtig gut, dass hier direkt so eine unterirdische Höhle war. Da können wir. Oh, 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 oh. Geh weg. Aua. Da können wir uns direkt was Tolles bauen. So. Jetzt aber mal ganz schnell. Der Xenobiolist und das hier abgeben. Claim Reward. Plus 6 Stück. Perfekt. So, jetzt habe ich noch eins. Das werfe ich weg. Sonst vergifte ich mich. Hm. Dirt könnten wir noch. Und Mushrooms eigentlich auch. Und das hier. Geht das? Ja, geil. So, okay. Da können wir uns direkt die Pickaxe machen. Wow, 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 wow. Da will ich nicht hin. Oder beziehungsweise später. Da habe ich jetzt echt keinen Bock, irgendwie zu sterben. Das können wir nicht abbauen. Da brauchen wir Alien. Da ist wieder Prometheum. Das brauchen wir. Habe ich jetzt eingesammelt? Ja. Und hier Water Shards. Dann sind wir... Jetzt gehe ich mal kurz hier hin. Questbook. Und zwar Geo... Moment, da können wir was abgeben. Claim Reward. Plus 14, nice. Okay. Discover Mithril. Mithril, war das nicht das Herr der Ringe Metall von den Elfen? Nee, 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 von den Zwergen. Kann das sein? Oder verwechsel ich gerade was? Ich weiß nicht. So. Okay, das war nix. Indicator, was können wir da abgeben? Ja gut, das hier wieder. So. Paranormalist. Nee. Das können wir irgendwo noch was abgeben. Engineer. Nee. Nee. Okay, weiter geht's. Da können wir... Ich hab was zum Hochbauen. Hab ich was zum Hochbauen? Na, komm her. Na, fuck. Das ist so kacke. Das geht hier so... Aua! Hier, da ist wieder was. Oh, nice. Water Shards. Zack. Und zack. Ich baue jetzt trotzdem nochmal das... was war denn das jetzt nochmal? Engineer? Nee. Paranormalist? Ja. Manual Submit. Plus 5 Claim Reward. Und jetzt können wir hier weitermachen. Alchemical Funens und Arcane... Ja gut, da können wir hier direkt weitermachen. Das ist perfekt eigentlich.
Oh, ich krieg hier dermaßen Schaden, das ist unglaublich. Hier können wir erstmal... Oh, verdammt. Aua. Ich muss hier mal ganz kurz weg, bevor ich verreck. Oh, es hat sich gereimt. Und ich verreck jetzt gleich. Oh, shit. Oh, shit. Ich muss mich beeilen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss jetzt mal ganz schnell regenerieren hier, bevor ich hier wirklich noch dermaßen verreck. So. Boah, ey, das ist immer so eine Sache, wenn man hier so rum eiert. Aber wir haben jetzt schön, wir haben ja doch durch das eine Ding was freigeschalten, aber was denn? Copper, Prometheum, Deep, Hourglass, aha, Ignatius, Lapis, Bitumen, Magnesium, Sulfur, Potash, Aluminium, Gold, Redstone, Nickel, Lead, okay, Midasium vielleicht, ich weiß es nicht. Das kann man alles hier oben finden, vielleicht gehen wir da irgendwann mal hin. So, ah, man kriegt wieder direkt auf den Sack. Ist klar. Aber eine Höhle, die unterirdisch ist. Okay. Aua. Verreck. Ah, ich muss die jetzt töten. Bevor die mich tötet. Aua. So. Aha, dankeschön. Was ist das? Salpeterohr. Das nehme ich mal mit. Warum? Ich weiß jetzt nicht, ob ich es gebrauchen kann, aber ich nehme es einfach mal mit. Salpeter. Hm. Vielleicht braucht man das ja. So, gibt es hier noch irgendwas an den Wänden? Da. Shards. So. Au. 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 Zusätzlich Damage wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ah, ich muss an den Wänden gucken, ob da noch irgendwo was ist. Da ist ein Slime. Da kommen zwei raus. Weg mit dir. Vielleicht könnte ich hier... Da geht's hoch. Oh, das ist so eine Sache, ne? Oh, geh weg. Zack. Aua. Aua! Aua! Oh, Kacke. Wo ist die? Ich verrecke. Ich ver... Ah, verfickt noch! Ihr habt nichts gehört. Aber ich wollte eh zurück. Oh, ey, wirklich keine Folge ohne Tod. Hey. Kühe. Kühe, 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 Kühe. Moment. Moment, 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 Moment. Xeno. Claim Reward. Nicht Claim Reward, Manu. Kommt her. Ja. Komm her. Aber beide. Nee, da nicht. Kommt hier hoch. Kommt hier hoch. Ja. Kommt hier hoch. Los. Ja, 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 ja. Euch brauche ich. Kommt hier rein. Ihr sollt hier reinkommen. Ja, geh da rein. Geh da rein. Genau, so will ich das. Nein! Komm hier rein, ja. Ja, ja.
Ja, perfekt. Wo ist jetzt das scheiß Huhn? So, da sind jetzt überall wieder Tiere. Geil. Habe ich? Ja, geil. Schweine, kommt her. Ja, kommt. Die kommen jetzt. Geh mal weg da. Ihr kommt jetzt alle da rein. Verpisst euch. Schwein? Soll's herkommen. Schwein, komm rein. So, jetzt haben wir hier eine gute große Farm. Die eine Kuh. Haben wir noch eine andere? Da hinten ist eine, perfekt. Oh, super. Kuh, komm her, dich will ich noch. Dann können wir Kühe vermehren. Leder und so, das ist perfekt. Nice. Komm da rein. Perfekt. Jetzt haben wir da zwei Kühe, zwei Schafe. So, die Kühe, die könnten wir doch eigentlich... Macht Liebe und macht ein Baby-Ding. Yay, super. Wird ein bisschen klein, aber wir haben eine gute Farm jetzt. Super. Und das geht auch ganz gut. Mal gucken. Da könnten wir dann irgendwann mal so die Infusion hinbauen oder so. Mal gucken. Ich brauche halt noch mehr Eternal Blooms. Also, was ich jetzt machen wollte. Ist jetzt erstmal das Eisen ablassen. So, Eisen kommt da raus. So. Ja, 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 weiter, weiter, weiter. Gönn dir. Das Eisen kommt da raus und dann werde ich das andere Metall einschmelzen. Na komm. Weiter, weiter. Das ist sehr gut. Wieder zwei Eisenblöcke. Ich brauche eine neue Rüstung. Die ist kaputt. 11, 10. Ich hoffe, das reicht. Ja, das reicht. Perfekt. Wie viel ist da jetzt noch drin? 10 Stück. Oh, super. Das reicht noch für eins. Geil. So. Ja, ich weiß, ich muss meine tollen Sachen noch, aufräumen, meine Kisten. Aber, geht gerade nicht, keine Zeit. Danke. Weg damit, weg damit, weg damit. Jetzt gehe ich mal kurz. Ach, dieses Schwein da. Da, das kommt mal weg. So, ansonsten. Weg. Das kommt mal an, woanders hin. Prometheum-Ohr kommt dahin. Könnte ich eigentlich auch einschmelzen. Weg, weg. So, Pure Daisy kommt da auch weg. Was soll das? Blackberry Bush wollte ich noch anpflanzen, aber das machen wir irgendwann anders. Ja. Okay. Das hier rein, das da rein. Die Pure Daisy, die kommt da rein. So, 10 Pure Daisies haben wir. Das ist wirklich super. Hat das jetzt funktioniert? Molten Hourglass. Perfekt. Da brauchen wir jetzt 3 Ingots, dann können wir mit der Quest weitermachen. Dann hätten wir dann auch eine sehr gute Spitzhacke. So. Komm. Sieht ein bisschen aus wie Copper oder Bronze. Aber ist Hourglass Ingot Metallurgy. Ich guck mal kurz. Metallurgy.
Was ist eigentlich das beste Metall aus diesem? Hier ist mal Prometheum, Hourglass, Astral, Carmot, Alarius. Wo ist denn das, was ich hatte? Dieses gelbe. Angmelon, genau. Carmot. Komisch. Naja, ist ja auch egal. Jetzt brauche ich Sticks. Habe ich irgendwo noch Sticks rumfahren? Ja, da sind welche. Perfekt. So. Also, zack, zack. 1, 2, 3. Hourglass Pickaxe. Muss ich mal gucken. Aha. Warte. Supplant Instructor. Danke. Claim Reward. Und was ist Teching up without diamonds? Steel Pickaxe. We have tools that can affect mine gold and redstone. We need tools that will mine obsidian. This is complicated. By the executive method again, because we cannot simply make a pickaxe out of diamonds. Steel is a good alternative. You can make it by alloying manganese with iron. Now that you have gold, you can make a steel pick modularly with Dr. Dyer's method. But you can also make it the normal way, because steel isn't covered by the executive mandate. Aha. With Dr. Dyer's. Okay, wir gucken jetzt hier mal rein. Wir brauchen jetzt eine Steel Pickaxe. Steel Manganese. Wie macht man Manga. Ich guck jetzt einfach mal. Manganese, okay. Molten Manganese. Das machen wir. Wie? Ach, das ist ein Ohr. Soapstone Manganese. Okay, das ist ein Ohr. Ich dachte, das könnte man jetzt irgendwie zusammen. Dingens. Irgendwie zusammenmixen. Aber anscheinend nicht. Manganese. Finden wir das irgendwo, dass wir einen Stil machen können? Coal, Prometheum, Deep, Zink, Terrafort, Hourglass, Shadow Iron, Tin, Magnesium, nee. Sulfur, Potash, Aluminium, Silver, Gold, Manganese. Oh Gott, da müssen wir da hoch oder auf die Insel. Okay. Ich würde sagen, das machen wir dann die nächste Folge. Dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach hier oben, das ist am nächsten, irgendwo meinen, dass wir dieses Manganese kriegen. Dann können wir es mit Iron zusammenmixen und kriegen Steel. Und damit können wir Obsidian abhacken. Und dann, mit dieser Spitzhacke, können wir dann hier, hier runtergehen. Denn es hieß ja, da brauchen wir eine Pickaxe, die Obsidian abhacken kann. Okay, perfekt eigentlich. Jetzt muss ich aber hier mal, da habe ich Platz. Da kommt jetzt Salpeter rein, da kommt das rein. Das brauche ich noch, das nehme ich auch mit. Prometheum schmelzen wir auch mal ein. Prometheum, Molten Hourglass 21 und wir hatten nur 8. Also dieses Ding verdoppelt das Zeug echt richtig gut. Aber ich lasse es trotzdem mal raus, damit sich es nicht irgendwie vermischt. Weil ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß nicht, was ich vermischen kann. Und da will ich halt die Gefahr jetzt erstmal verringern. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst den Daumen nach oben da, wenn. Und vergesst eure Kommentare und eure Tipps nicht. Die helfen mir sehr. Bis dann. Tschüss.